heiße Rico Bohnitz, ich bin hier bei Clickfriend Leiter Raumsysteme. Ich bin jetzt im dritten Jahr hier bei Clickfriend tätig und darüber hinaus bin ich seit knapp 20 Jahren im Vermietgeschäft und Punkt. Generell bieten wir Raumlösungen jeglicher Art an. Das heißt, sowohl der einzelstehende Container als Bürocontainer auf der Baustelle oder darüber hinaus die ganze Containeranlage als Burg versehen für Industriekunden, für größere Baustellen. Das ist das, was wir liefern können und auch von der Planung als auch über die Ausführung hinaus auf die Baustelle bringen. Der größte Vorteil eines Containerkaufs ist natürlich der, dass der Container schnell geliefert werden kann. Und das ist natürlich zu einem Bestandsgebäude, welches erst gebaut werden muss, dann der größte Vorteil, dass der Container halt eben schnell und individuell gefertigt dann auf der Baustelle steht. Darüber hinaus lassen sich Container schnell und effizient auch umgestalten, indem das Wechselwandsystem dieses auch hergibt. Die Containerwände können mit Fenstern beispielsweise oder mit Türen anders verbaut werden, sodass ein größerer Raum entsteht. Und ich sage immer, das ist Lego für Große, dieses Container umbauen. Und finde ich toll, was dann aus einem Container dann auch alles entstehen kann. Der absolute Verkaufsschlager ist natürlich der Bürocontainer 20 Fuß. Dieser ist das Standardmodul für den Markt in jeglicher Lage geeignet. Dieser wird als Schlafcontainer, als Aufenthaltscontainer, als Bürocontainer, als Besprechungscontainer und ja, Lagerzwecke auch für kleinere Sachen genutzt. Und ich finde, der Bürocontainer 20 Fuß ist seit eh und je der absolute Verkaufsschlager. Clickfriend bietet seinen Kunden die absolute perfekte Planung an. Sowohl vom Erstgespräch bis zum Ausliefern des Containers ist Clickfriend bei Ihnen und wir führen Sie im Prinzip zielgenau dazu, dass Sie einen reibungslosen Ablauf haben, dass der Container dann an Ort und Stelle steht, wo er halt eben auch hin muss und dass es dann auch der richtige Container für Ihr Einsatzgebiet ist. Die größte Herausforderung beim Aufstellen von Containern besteht darin, dass am Tag der Anlieferung der Container Standplatz, Lieferwege und auch der Standplatz selbst vorbereitet ist, dass keine herumstehenden Fahrzeuge die Zufahrt blockieren, dass der Kunde da ist, den Schlüssel in Empfang nimmt und dass natürlich sich dann auch auf den Container gefreut werden kann. Und darüber hinaus sollte man natürlich darauf achten, dass zu Lagerzwecken dann auch artgerecht Lagercontainer gekauft werden und nicht Bürocontainer, weil da hängen natürlich wieder viele Faktoren dran. Punkt auf Nutzbarkeit, Belastbarkeit, Lasten. Da ist der Bürocontainer dann der richtige Einsatzbringer und ja, darauf sollte man achten.